Wie schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Ausgabe von Corona Talk aus dem Rathausturm. Wir haben ja immer Gäste aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen. Wir haben in letzter Zeit viele Lokalpolitiker hier begrüßen können. Heute, da freue ich mich auf den bislang jüngsten Gast bei mir im Talk. Und das hat einen guten Grund. Ein junger Mensch, der cool und hip ist, der hat möglicherweise einen Blog bei YouTube oder irgendein Fashion-Blog, gibt irgendwelche Schminktipps oder irgendetwas dergleichen. Aber mit der plattdeutschen Sprache gewinnt man möglicherweise als 16-jähriges Mädchen dann nicht unbedingt den Coolness-Event, oder? Das werden wir jetzt hören. Ich habe mir nämlich ein Mädchen eingeladen, was genau die Sprache, die plattdeutsche Sprache so richtig cool findet und sie auch richtig cool präsentieren kann und will und tut. Ich begrüße Jürdis Werder bei mir im Studio. Hallo nach drüben ins Studio. Hallo. Hallo Jürdis, schön, dass das geklappt hat. Du bist, wie gesagt, im Namen der plattdeutschen Sprache unterwegs und präsentierst die auch seit jüngstem hier bei uns im Studio. Da wollen wir gleich noch drüber sprechen, aber erst einmal die Anfangsfrage. Du bist 16, du gehst zur Schule, logischerweise noch, und hast aber schon frühzeitig die Leidenschaft für die plattdeutsche Sprache für dich entdeckt. Wie ist es dazu gekommen? Ja, genau. Also wir waren in der Grundschule früher und dann war es Pflicht, dass wir da an den plattdeutschen Lesewettbewerben teilnehmen. Und tatsächlich bin ich dann dabei geblieben. Der erste Lesewettbewerb war ja immer so, man hatte nicht wirklich Lust drauf, es war Pflicht, man musste mitmachen. Und dann bin ich aber irgendwie so reingekommen und seitdem mache ich jedes Mal wieder bei den Lesewettbewerben mit. Und heute sitze ich hier und mache alles andere mit der Sprache auch noch. Du hast gerade gesagt, ihr musstet bei diesen plattdeutschen Lesewettbewerben teilnehmen. Und das war eher am Anfang so eine lästige Pflicht, die du da sozusagen gemacht hast oder machen musstest? Ja, genau. Also es war irgendwie nichts Besonderes. Wir hatten die plattdeutschen Lesewettbewerbe in der Grundschule und wir hatten hochdeutsche Lesewettbewerbe. Und ich, also in der dritten Klasse, wusste ich jetzt nicht, ja, plattdeutsch, hochdeutsch, was ist da jetzt irgendwie anders dran, was ist da besonders dran? Und für mich war das irgendwie auf dem gleichen Level, so beide Lesewettbewerbe. Und deswegen war das für mich jetzt irgendwie nichts, was mir, also bevor ich angefangen habe, hat es mir nicht wirklich Spaß gemacht. Aber dann mit dem Lesen lernen, da Plattdeutsch lernen, mit der Oma mal gesprochen, seitdem ist das irgendwie drin bei mir dann. Und seitdem macht es auch Spaß. Also man ist da reingekommen und seitdem gibt es eigentlich nichts Cooleres. Genau, du sagst, es gibt nichts Cooleres. Wie haben das denn damals deine Freundin zum Beispiel gesehen, als du dann gesagt hast, Mensch, ich mache bei dem plattdeutschen Lesewettbewerb mit und habe sogar da irgendwie einen Preis gewonnen? War das von vornherein cool oder haben die das alles andere als cool empfunden, dass du da plattdeutsch so aktiv bist? In der Grundschule war das erstmal ganz viel Neid. Das habe ich als erstes dann mitgekriegt, dass man, wenn man da gut abgeschnitten hat, dann gab es Stress mit den anderen Mädchen oder sogar die Jungs waren da irgendwie von vornherein so ein bisschen raus. Da gab es gar nicht weiter irgendwie Diskussionen, aber unter den Mädchen dann halt, dass da oft mal Stress war, weil man irgendwie erstplatziert war, zweitplatziert, besser als die anderen. Dann auf der weiterführenden Schule, auf dem Gymnasium in Brake, da wo ich jetzt auch noch bin, da war es dann uncool. Da hieß es dann, ja, das machen doch nur deine Großeltern und was willst du mit der Sprache erreichen, die sowieso gerade am Aussterben ist. Und mittlerweile ist das definitiv besser geworden. Also jetzt bewundern mich da auch viele für und sind auch stolz auf mich, dass ich damit schon so viel erreicht habe. Ja. Genau, was hast du denn damit schon erreicht? Du hast ja gleich deinen ersten plattdeutschen Lesewettbewerb als dritte, glaube ich, abgeschlossen und bist dann irgendwie trotz alledem in die Endausscheidung gekommen. Genau, also bei uns war das so, dass also generell kamen die Erst- bis Drittplatzierten normalerweise weiter, aber wir waren nicht genug Leute in der Grundschule. Und dann war es erst so, dass nur der erste und zweite Platz weiterkommen sollte zum nächsten Entscheid. Damit wäre ich ja quasi raus gewesen. Aber meine Lehrerin hat das nochmal alles da abgesprochen und dann durfte ich damit reinkommen.
Und das war auch so ein Punkt, da gab es dann auch erst wieder so ein bisschen Stress unter den ganzen Schülern. War aber ja letztendlich nichts Schlimmes, war ja von vornherein sonst auch so geplant. Und genau, dann bin ich zum Kreisentscheid weitergekommen und da tatsächlich auch Erstplatzierte gewesen. Und dann ist man nach Oldenburg gekommen und da war dann der erste Entscheid für mich vorbei. Ich glaube, da habe ich dann den dritten Platz auch gemacht. Und dann bin ich ja am Ball geblieben. Der Lesewettbewerb ist ja alle 2 Jahre und dann wurde es irgendwie immer besser. Ich bin immer bis nach Oldenburg gekommen bis jetzt. Und beim zweiten Entscheid, den ich dann mitgemacht habe, war ich, glaube ich, sogar Zweitplatzierte dann in Oldenburg. Und jetzt die letzten 2 Male war das auch so, dass ich dann bis zum Niedersachsen-Entscheid gekommen bin. Und da hört es ja sowieso dann auf mit den Lesewettbewerben. Höher kann man ja nicht kommen. Und genau, da bin ich dann auch einmal 2 Platzierte geworden und einmal 4 Platzierte. Wenn man gleich am Anfang so einen Erfolg hat und gleich so einen Wettbewerb gewinnt, hat dich das motiviert, am Ball zu bleiben und dich weiter mit der plattdeutschen Sprache zu beschäftigen? Ist das die Initialzündung sozusagen gewesen? Ich glaube auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht so ein Mensch, der immer unbedingt alles gewinnen muss. So bin ich nicht. Aber ich glaube, früher hat mich das echt motiviert, dabei zu bleiben. Weil man will ja auch irgendwie was erreichen. Und wäre ich jetzt direkt Letzte geworden, wäre das, glaube ich, nicht so ein Ehrgeiz dann jetzt wie heute. Und genau. Der Ehrgeiz, wie gesagt, der ist dann ja geblieben. Du hast ja nicht nur die plattdeutschen Lesewettbewerbe mitgemacht, sondern du hast ja jetzt, ich habe auch ein Video von dir gesehen, wo du dich an einem anderen Wettbewerb nochmal auf eine ganz andere Art präsentiert hast mit Plattdeutsch. Erzähl uns was dazu. Was war das für ein Wettbewerb oder ist das für ein Wettbewerb? Ja, also durch Corona jetzt findet der Lesewettbewerb ja nicht so statt, wie er sonst immer stattgefunden hat. Total schade eigentlich. Dieses Jahr wäre er auch wieder gewesen. Ganz normal, wenn es jetzt nicht so wäre. Und deswegen haben wir den Lesewettbewerb jetzt online gemacht. Und zusätzlich gab es dann dieses Jahr auch noch eine Erweiterung quasi. Das erste Mal gab es jetzt auch einen Videowettbewerb, auch auf Plattdeutsch. Und dann konnten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. Und uns war alles freigestellt. Die Bedingung war Plattdeutsch reden und Spaß haben. Und dann musste man eben oder konnte man ein Video einschicken. Genau, und da habe ich auch mitgemacht und habe den tatsächlich auch gewonnen. Aber da war auch die Teilnehmerquote nicht so hoch. Das war auch schade, weil das war einfach auch wieder eine ganz tolle Erfahrung. Ja. Und ich finde, wir gucken mal ganz kurz in dieses Video hinein. Ich gehe in der 11. Klasse von der Gymnasium in Brok und meine Hobbys sind Tanzen, Plattdeutsch snacken und Plattdeutsch lesen. So, nun weht wie, wo wir uns auf Platt First sehen. Und letztens ist mir aufgefallen, dass das viele Wörter gibt in der Plattdeutsch Brok, die ich am Anfang nicht verstanden habe. Und da habe ich mir nur viel für Unzücht, die ich ziemlich lustig finde. Und da geht wie hier nochmal rüber. Und da habe ich die nämlich all aufgeschrieben. Und das ist auch das erste Wör, das ist die Dreckfiedel. Und schon die Dreckfiedel sagt wie in Hochdeutsch Akkordeon. Gleich wie mal wieder, wo ist auch der nächste Wör, das ist Begöschen. Und Begöschen, das deit wie jemals, wenn uns früh mal torig ist, das nennt wir nämlich in Hochdeutsch Trösten. Ja, da haben wir einen kleinen Ausschnitt gesehen. Da bist du ja richtig kreativ mit der Sprache umgegangen. Wie lange hat es gedauert, diese Idee zu entwickeln und wie hast du das schlicht und ergreifend gedreht? Also mein Cousin hat mir dabei geholfen. Ich bin tatsächlich dann zu meiner Familie gefahren an dem Tag und wir haben uns wirklich den ganzen Tag dafür Zeit genommen. Es war auch erstmal so ein bisschen Ideen sammeln. Wie könnte man das darstellen? Was will man überhaupt rüberbringen? Was soll das Thema sein für das Video? Und ich habe mich ja so ein bisschen dafür entschieden, ein paar plattdeutsche Wörter da den Leuten zu erklären, was das bedeutet. Eben auch außergewöhnliche Wörter, die man vielleicht nicht auf Anhieb sich irgendwie auch erschließen kann. Und dann habe ich ja auch nochmal so ein bisschen
später dann im Video habe ich ja so ein bisschen auch noch die Tiere gezeigt und einfach mal so ein paar Begriffe, die man so im Garten findet zum Beispiel. Und das war eben erstmal am Anfang diese Ideensammlerei und dann haben wir das irgendwie versucht umzusetzen. Dann haben wir uns überlegt, wie könnte man die Wörter irgendwie zeigen, wie kann man das darstellen, haben uns dann Kreide genommen, haben die auf den Boden geschrieben. Alles einfach, da muss man sich so ein bisschen überlegen, wie kann man das am besten in so ein Video mit einbringen und ja, nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch dann, aber letztendlich war das alles machbar. Und du bist auch mit dem Produkt, nehme ich an, sehr zufrieden dann, ja. So wie du strahlst. Und hat ja auch offensichtlich der Jury dann auch gut gefallen, das Video. Genau, also die fanden das auch gut, auch dieses Thema, was man damit rübergebracht hat, diese Wörter, die man dann eben erklärt hat, das bringt ja die plattdeutsche Sprache dann auch so ein bisschen näher und das kam dann gut an. Was auch gut ankommt, ist, dass du jetzt bei uns eine Radiosendung erstmalig gemacht hast und natürlich auch in plattdeutscher Sprache. Erzähl uns ein bisschen oder den Hörern, die das jetzt tatsächlich, oder den Zuschauern in diesem Falle, die es nicht gehört haben. Was ist das für eine Radiosendung? Genau, also die Radiosendung heißt Platt für junge Lü mit Jürdis Werder. Und da habe ich jetzt die erste Sendung gemacht. Da ging es so ein bisschen über das Thema Mobbing, was es heißt, anders zu sein als andere in meinem Alter zum Beispiel. Ja, einfach dieses nicht auffallen wollen, wenn man in die Schule geht, einfach die gleichen Klamotten anziehen, weil die andere auch anziehen, damit man nicht sonderlich abhebt von den anderen. Ja. Also das war ja auch richtig eine Sendung, die sich um ein Thema denn eben halt gedreht hat, die ja wirklich auch Substanz hatte. Das war jetzt ja nicht eine Sendung, wo einfach nur, jetzt schnack ich mal so ein bisschen Platz, so ein bisschen komm mit Schenkelklopfen im Humor daher und erzähl ein paar Dönches oder lese ein paar Geschichten vor, sondern du hast dir ja richtig intensiv Gedanken gemacht. Es war ja perfekt konzipiert, auch mit der Musik, das hat ja alles sozusagen gepasst. Wie lange hast du an dieser Sendung gearbeitet und wie gehst du da vor? Schreibst du da erst den Text sozusagen auf Hochdeutsch und übersetzt dir das dann? Wie gehst du da ran an so eine Sendung oder wie bist du rangegangen? Also ich suche mir erstmal so ein Thema aus, wo ich denke, das könnte man gut in so eine Radiosendung mit einbauen und wo ich auch das Gefühl habe, dass es nicht zu langweilig wird dann, dass sich das irgendwie andauernd wiederholt am Ende oder ja, man nicht wirklich was rüberbringen kann. Und ich schreibe die Texte tatsächlich erst auf Hochdeutsch vor und übersetzt die dann für mich und suche mir da einfach so einen roten Faden dann, wie ich das am besten aufbauen könnte, womit ich anfangen kann, was irgendwie vielleicht sogar der Höhepunkt ist. Dann suche ich mir auch passende Lieder dann eben aus, die man da dann zu spielen könnte, auch gerne auf Plattdeutsch dann und ja, einfach so ein roter Faden dann. Und den hast du auf jeden Fall getroffen. Ich war ganz begeistert. Wir haben die Sendung zusammen dann auch produziert. Wie lange hast du da gebraucht? Wie lange hast du an dieser Sendung gesessen, dass die sozusagen so ist, dass du sagst, so, jetzt bin ich damit zufrieden, jetzt können wir ins Produzieren gehen? Oh, das weiß ich gar nicht mehr genau. Also ich glaube tatsächlich so 2 bis 3 Wochen letztendlich. Einfach auch, weil ich erstmal geguckt habe, Thema, dann diese Länge, die ich dann rüberbringen wollte, dann an Sendung, dass ich das füllen kann mit meinem Text und mit der Musik und ja, letztendlich dann wirklich 2 bis 3 Wochen. Also viel Arbeit, die da drin steckt, mit dem Schreiben des Textes, mit dem Übersetzen ins Plattdeutsche, Musik zusammenstellen und so weiter. Aber trotzdem hast du gesagt, Mensch, das hat mir aber Spaß gemacht, ich will weitermachen, oder? Ja. Auf jeden Fall. Also es soll nicht bei dieser einen Sendung bleiben. Ich habe auch schon wieder so ein paar Ideen, was als nächstes kommen könnte. Und da wird auf jeden Fall noch was kommen. Verrätst du da schon mal ein bisschen was du da für Ideen hast? Nee, ich glaube, das wird Überraschung. Dann lassen wir uns auf jeden Fall überraschen. Aber du möchtest es auf jeden Fall weitermachen. Das heißt, du hast so ein bisschen Blut geleckt, jetzt auf Plattdeutsch Radio zu machen. Ja, auf jeden Fall. Also es macht mir total Spaß, generell Medien irgendwas rüberbringen. Und einfach auch, weil ich die Sprache wieder so ein bisschen näher bringen möchte, den Leuten, die da vielleicht noch gar nicht mit in Kontakt gekommen sind. Auch vielleicht einfach für die nächsten Sendungen habe ich auch schon mal überlegt, so ein bisschen kann ich ja verraten, dass man auch so wieder so ein bisschen von vorne anfängt. Was ist Plattdeutsch überhaupt? Die Geschichte von Plattdeutsch und auch einfach so ein paar Grundlagen dann.
für die du dich eben halt auch dann interessierst. Das heißt, dieses Interesse an der plattdeutschen Sprache ist also wirklich ein sehr intensives und auch eines, wo du dich ein bisschen auch mit der Geschichte der Sprache auseinandersetzt, höre ich daraus. Ja, also ich finde die Sprache total interessant. Die ist ja auch total vielfältig einfach. Also ich bin generell so ein Mensch, ich interessiere mich enorm für Sprachen. Das ist ganz egal. Auch Deutschunterricht in der Schule macht mir total Spaß, auch wenn es eine Gedichtsanalyse ist. Aber ich mag Lyrik gerne, Gedichte mag, also alles mag ich gerne. Und auch so Latein zum Beispiel ist ja auch total lästig, Grammatik und alles, was dazugehört. Aber ich bin irgendwie so ein Mensch, ich mag das total gerne und dann fällt es mir auch einfach leicht. Und Plattdeutsch ist nochmal was ganz anderes, weil ich finde, im Deutschunterricht macht man immer das Gleiche. Entweder du analysierst irgendwas oder du verfasst einen inneren Monolog. Ist immer irgendwie das gleiche Schema. Und in Latein zum Beispiel jetzt genau das Gleiche. Immer Grammatik, Übersetzen. Das war's dann. Und Plattdeutsch hat so viele Seiten, die man so auf Anhieb gar nicht erkennt, sag ich mal. Und das ist total toll. Du hast auch gesagt, dass du dich gerne mit deinen Großeltern damit oder mit deiner Oma auch Plattdeutsch unterhältst? Ja, also wir sprechen so gut wie es geht zu Hause Plattdeutsch. Also mit Mama und Papa jetzt zum Beispiel nicht. Wenn wir ganz normal irgendwie am Tisch sitzen, machen wir das nicht. Aber mit Oma spreche ich gerne Plattdeutsch. Sie spricht auch mit den Nachbarn, wenn sie telefoniert, wird immer auf Plattdeutsch gesprochen. Und eben auch von früher ist sie das noch so gewohnt und dann wird das auch so weitergemacht. Ich nehme an, deine Oma ist dann ganz schön stolz auf dich, oder? Dass ihre Enkelin tatsächlich die plattdeutsche Sprache spricht und sie sich mit dir auf Plattdeutsch unterhalten kann, oder? Ja, also Oma ist sowieso so ein bisschen sensibel dann immer wenn dann irgendwas in der Zeitung steht oder jetzt auch mit der Radiosendung und sie das dann hört, dann kommen schon immer die Tränen. Also sie ist total stolz und meine kleine Schwester, die fängt damit jetzt auch an. Die ist jetzt nämlich in der 4. Klasse und dann, ja, 2 Enkelkinder, die das irgendwie so ein bisschen am Leben halten. Das ist ja auch was Schönes dann. Guckt deine Schwester da sozusagen auf dich? Ist sie durch dich motiviert, auch durch deine Erfolge, die du mit der plattdeutschen Sprache hast? Oder ist das, weil eben halt die Schule sich so drum kümmert, um die Förderung der plattdeutschen Sprache? Genau, also es ist auf jeden Fall durch die Grundschule auch wieder, dass sie das eben so fördert und das finde ich auch total toll. Das ist, glaube ich, noch mit die einzige Grundschule, die das wirklich so ernst nimmt, dann auch mit plattdeutschen AGs und dann wird das auch einfach schön rübergebracht, finde ich. Also es ist nicht so trocken. Einige finden plattdeutsch ja auch zum Beispiel irgendwie dann langweilig, weil, keine Ahnung, wird falsch rübergebracht oder so. Und in der Grundschule wird da wirklich mit Theater-AG bis hin zu ganz normaler AG, machen die da alles mit. Dann haben sie mal mit der Tüdelband da zusammengespielt, die Grundschule. Das war auch nochmal sowas, was ja einfach Spaß macht den Kindern dann. Und ich glaube, das fördert das auf jeden Fall. Und mich sieht sie natürlich auch, aber wir sagen immer, dass sie sich da nicht so dran klammern soll. Also sie ist ja wirklich jemand anderes und wenn sie das bei mir sieht, ist gut und schön und sie kann das auch gerne machen. Aber sie soll sich da jetzt irgendwie keinen Stress machen, dass das genauso sein wird dann. Das klingt alles ganz, ganz toll und du hast ja auch gesagt, du würdest mit der Sprache auch gerne zukünftig noch mehr machen. Die Radiosendung ist jetzt das eine, möglicherweise sogar fürs Fernsehen noch was zu machen, auch hier für den Lokalsender, nachdem du das Video gedreht hast und daran Spaß hattest. Ist da in deinem Kopf schon irgendwas gereift, was du noch machen möchtest mit der Sprache? Ja, also Fernsehen kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Habe ich auch total Lust zu, das auch einfach mal auszuprobieren. Generell für die Erfahrung einfach mal. Und ja, einfach auch, ich habe mir letztes Mal nochmal so eine Liste geschrieben, was man alles machen könnte oder wozu ich Lust hätte, auch mit anderen Menschen vielleicht zusammen, die so aktiv in der Sprache noch drin sind. Es gibt ja mittlerweile mehrere, die da irgendwie verschiedenste Projekte mitmachen, zwar irgendwie dann immer temporär, aber sie machen was damit. Und da habe ich mir einfach mal so eine Liste für mich geschrieben, was sein könnte später mal. Und da war unter anderem dann, habe ich mir aufgeschrieben, ein Buch. Ich hätte total Lust, ein Buch zu schreiben. Da gehört ja auch wieder ganz viel Arbeit mit zu. Und muss man ja auch immer gucken, wie man das schafft. Aber das wäre, glaube ich, so das Erste, was ich machen würde.
oder eben Workshops an Grundschulen für die Kinder dann auch. Die kann man ja jetzt auch online machen, zum Beispiel durch Corona jetzt. Ja, und AGs würde ich auch gerne anbieten, auch in der Schule dann. Genau, das hast du im Vorgespräch auch schon mal gesagt, du würdest gerne eine Plattdeutsch-AG in der Schule machen. Ja, dann mit dem Lehrer zusammen. Also wir haben einen Lehrer an unserer Schule jetzt, der ist da auch so ganz aktiv, was das Schulleben anbetrifft mit dem Plattdeutschen. Wir haben auch noch zwei weitere Lehrer, glaube ich, die da irgendwie dann auch in den Juries mitsitzen für die Lesewettbewerbe. Und mit denen würde ich das dann irgendwie mal auch planen. Aber das Problem ist ja immer, dass die dann auch nicht so viel Zeit haben und dann kommt da wieder was zwischen und das ist im Moment noch so ein bisschen die Schwierigkeit dabei. Außer der Schule, gibt es da jemanden, der dich in der plattdeutschen Sprache noch fördert und unterstützt oder an dem du dich orientieren kannst und der auch Hilfestellungen leistet? Hans Mein auf jeden Fall, der hat mich hier jetzt auch so da reingebracht, noch mehr, sage ich mal. Ich habe ihn angeschrieben und habe ihm so ein paar Sachen aufgelistet, die ich mir vorstellen könnte zu machen. Und dann kam er und hat mir auch zurückgeschrieben, dass das auch seine Ideen wären. Also wir hatten genau dieselben Ideen, was man machen könnte. Und dadurch hat sich das alles so ergeben. Jetzt schreibe ich ja für die NWZ auch im Plattdeutschen Justus. Und genau, auf jeden Fall auch noch meine Mama und generell die Familie zu Hause. Dann hoffe ich, dass die Lust an der plattdeutschen Sprache weiter so vorhanden bleibt, dass du weiter so freudestrahlend mit dieser Sprache umgehst. Das ist eine große Freude, das zu sehen, mit welcher Power, mit welcher Leidenschaft du diese Sprache sozusagen lebendig hältst. Und wir wünschen dir alles Gute dabei. Und wir als Sender hoffen natürlich, dass wir dich hier mit einer Radiosendung weiter bei uns zu Gast haben sozusagen oder im Programm haben, möglicherweise irgendwann auch im Fernsehen. Ja, auf jeden Fall. Mit einer regelmäßigen Sendung zu Gast haben und vielleicht demnächst irgendwann mal wieder als Talkgast. Danke, dass du mein Gast warst. Dankeschön. Die Zeit ist nämlich schon wieder rum, wenn ich hier auf meine Uhr gucke. Wir wünschen dir alles Gute. Vielleicht eine Abschlussfrage noch. Schon eine Idee, was du machen möchtest nach der Schule? Jetzt steht ja erstmal dann Abitur irgendwann an. Und wie soll es dann weitergehen? Schon eine Idee? Also ich würde gerne ein Auslandsjahr machen und das dann auch möglichst in Schweden. Das wäre so mein Wunschland. Und danach auf jeden Fall studieren. Da bin ich mir im Moment aber noch nicht so ganz sicher. Also Medien kann ich mir total gut vorstellen. Das war auch früher schon mal Medizin. Also das sind so komplett unterschiedliche Richtungen. Medizin ist es jetzt nicht mehr, aber Sozialpädagogik oder Sonderpädagogik finde ich auch total toll. Wir wünschen dir, egal welchen Weg du einschlägst, natürlich alles Gute. Und wie gesagt, wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei uns im Bürgersender bei Radio Weser TV Nordenham. Danke für deinen Besuch. Und bei Ihnen bedanke ich mich auch, und zwar fürs Zusehen. Und ich kann Ihnen nur raten, hören Sie mal rein. Bei Radio Weser TV natürlich grundsätzlich, aber dann auch die Sendung Platt für Junge Lü mit Jördis Werder. Sehr lohnenswert. Und vielleicht sehen Sie die liebe Jördis ja demnächst auch bei uns dann im Fernsehen. Heute haben Sie sie schon mal kennengelernt und uns sehen Sie in der nächsten Woche wieder. Wenn darüber hinaus haben wir aber auf der anderen Seite.